Aldemar HD. Toll. Wir spielen weiter. Ich weiß nicht warum. Wirklich nicht, aber irgendwas erinnert mich bei diesem Spiel an Knights of the Old Republic. Und ich rede von den alten beiden Teilen. Oder auch, ja, irgendwie, ich weiß nicht warum. Ist es vielleicht die Musik und das Looten, das Geräusch der Looten? Ich weiß es nicht. Kann mir das einer vielleicht bestätigen? Draußen wohnt wohl keiner. Alle tot. Alles meins. Pseudosaft! Mann, die Toiletten gefallen mir irgendwie. Looten macht Spaß. Looten kann man nicht genug haben. Schon wieder so ein Ding ist gefunden. Help the Chairman and the Minister Clark. Bestimmt nicht. Defeat our foes. Okay. So, jetzt gehen wir mal in die Kantine. General Store. I'm not allowed in here. Not since the vending machine incident. Holcomb. Was für you, girl? Miss Holcomb ain't allowed in this establishment. Not since that little incident. Was ist passiert? Was für ein Vorfall? Ask her if you care. I'm running a business here. I won't touch anything while we're in here, Mr. Moreau. I promise. Erstmal sehen, was ich möchte ein paar Fragen stellen. Go right ahead. Gibt's jemanden, den ich Auge behalten sollte? Ah. Other than yourself? Definitely the vicar. Don't get me wrong. He seems a decent man, cut from church cloth, knows his scriptures. But there's something about him that bothers me. Like he's not one of us. Sometimes I suspect he doesn't even want to be here. Oh nein, wer hätte das gedacht? Was ist mit dieser Seuche, die hier um sich greifen soll? Plague? I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. Die Leute sind auch bestimmt nur krank wegen diesem Essen. Bist du fertig mit dem Märchen oder soll ich warten? I take umbrage with your choice of phrase. We ain't sick, we're rugged. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness. But the fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. Das hat doch gar keinen Sinn. Ja, Spencers Zeug kümmert sich wirklich liebevoll um seine Familie. Spencer's choice is built on love. And like any real love, it is cold and tough when needs must. Medical treatment is commensurate with our value to society. Spencer's choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. Ich hoffe, wenn irgendwann der zweite Teil rauskommt, hoffentlich deutschen die nicht bestimmte Namen ein, wie Weltraumswahl oder so. Klingt fair. Die medizinische Versorgung ist professionell und erwähnt in der Gesellschaft für die unterschiedlichen Arbeit des Best Choice, die notwendige Mittel entbehren. So funktioniert natürlich diese Lektion. Und diejenigen, die nicht hart genug arbeiten. Then the hand of medical science will not grace you with its touch. And you must recover on the virtue of your own grit. Ja, es hört sich genauso so an wie. Do you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Kein großer Unterschied zu viel, wenn du genug Geld hast, wirst du behandelt. Wenn nicht, dann kannst du nicht zum Arzt gehen. Länder ohne Krankenversicherung. Wie zum Beispiel America. Lass mal sehen, was du im Angebot hast. Music to my ears. Wo ist jetzt der Unterschied zu den Verkaufsläden? Ist ja, oh, der hat auf jeden Fall eine größere Auswahl. Aber ich glaube, wir warten noch. Ich meine, ich komme ja super aus. Munition brauche ich nicht. Reparieren könnten wir mal. Verkaufen könnten wir, aber muss ich nicht. Wie gesagt, ich habe das lieber gerne alles hier. Rest behalten wir erstmal. Vier. Suchtipp leicht. Guck mal, hier ist so eine. Ach ja. Okay, dann reicht das erstmal. Was ist denn hier passiert, Parvati? Ja, hä? Wahrnehmung. Thomas scheint ja dich echt gern gehabt zu haben. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy. Ach, der aus der von dem Bion, für den wir die
diese Bänder suchen, ne? So ein Verhalten, so einen verknallten Kerl habe ich schon lange nicht mehr gesehen. I'm just glad he's alive. That he's okay. I mean, when Mr. Thompson said he was fired, we all expected the worst. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. Du hättest schon, wonach ich dich fragen soll, you mean, I'm not allowed in the store anymore? Ah, ja, genau. There was a kind of a thing with a vending machine when I was 12. Als sie 12 war und ist immer noch sauer? Hast du etwa was gestohlen oder so? Das klingt... Du warst ein Kind, das muss doch schon ewig her sein. Sure, but folks got long memories around here. I've always been good with my hands, right? So I saw a lock on the machine and thought, oh, this must be how they refill it. But I had to know. So I did my thing. And next thing I know, there's a couple hundred bottles of Zero G rolling out the front door and into the road. Kichern. It's not funny. Right about then, a bunch of loaders came rolling in the gate, fresh off the salt tuna ships. And Mr. Thompson was up on the porch, making a speech about how everyone would have to volunteer a third shift to get it all canned. Anyhow, you ever seen an auto loader run over a bottle of Zero G? Oh Gott. Erzähl mal. Exploded all over Mr. Thompson. One bottle after another as the loaders went by. I was just shy of working here, so Dad had to pay all the damages. Moreau's still angry at me. I can laugh about it now, but I just about puked up my guts in terror in the moment. That's the one time I ever made Mr. Thompson look a fool. Also, der hat an dem Automaten rumgefummelt, als zufälliges Kind, und da sind ohne Ende Zero-G-Flaschen rausgekommen. Ich glaube, das ist hier so Brause oder so Cola oder ich weiß nicht mehr genau. Die sind auf die Straße gerollt und dann ist irgendwie so ein Wagen vorbeigefahren, als einer die Rede gehalten hat, der war Thompson, und die sind, die sind alle geplatzt und über ihn voll gesifft worden. Ich muss die Kantine erstmal finden. Da ist Barbershop. Da wollen wir nicht hin. Barber. Maintenance. Cannery. Kantine. Meine Güte, das ist doch eine riesen Aufschrift. Kann nicht so schwer sein. Edgewater. Hier ist die Kantine. Bin ich jetzt einmal... Hier, habt ihr nicht gesehen. War das ein Schiffsmodul? Ich suche die Toiletten. Ich suche nur die Toiletten. Die müssen ja irgendwo sein. Vielleicht hier? Ach, da ist auch markiert. Oh, das habe ich schon öfter von unten gesehen. Kann ich aber nichts machen. Ich kann aufs Dach springen. Granatwerfer? Das klingt doch nett. Ah, hier. Ach, meine Güte. Sollen wir mit denen reden? Oder? Ach, egal. Gehen wir mal zu Ludwig. Granatwerfer, meine Güte. Sobald ich es habe, ist es ja kein Diebstahl mehr. Meine Güte. Boah. Oh yeah. Das müsste ich Pavati geben. Er lebt wahrscheinlich nichts mehr.
Das Gute ist nämlich, die NPCs haben damit... Warte mal, habe ich 48 von... Wie viel Schussgranatwerfer habe ich? Das kann doch nicht sein. Wie viel Schuss habe ich davon? Lol. Ja, Pavati. Da, oh, Mist, ich bin falsch rausgegangen. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here is a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Oh, klingt lustig, Alter. Wie genau soll Läsionsverstärkereinheit verwenden? Wie genau soll ich sie verwenden? There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. Gar kein Problem. Reed hat mir den Code bereits gegeben. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. There's the rub. Ich habe zwei gedrückt. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. Pavati wäre ein Lungen etwas, wobei du helfen könntest? I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. Wie lautet der Plan? Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Meine Junge, Edgewater ist mitten im Nirgendwo. Du hast keine Kontaktperson. Well, excuse me. What I meant was, I'm going to get a contact. Didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. Kann ja nicht so schwierig sein. If you die horribly, I will pour out a can of zero G to your memory. Okay, das war's. Okay, sehr schön. Tech, wo war Tech? Tech, Tech, da. Ah, das haben wir gemacht. Tech 20, Technik 34, durch was denn? Tarnung, haben wir auch. So, jetzt haben wir eigentlich Führung, Entschlossenheit. Müssen wir ein bisschen mal hochskillen, würde ich sagen. Bam, da haben wir es. Begleiter erhalten, Heileffekt, so. Gehen wir weiter auf Hacken, würde ich sagen. Und Tarnung und Schloss knacken. Können wieder... Oh, eh. Vorteile. So. Reisender. Bam. Ach, Gott sei Dank.
Okay, das haben wir. So, jetzt gucken wir mal. Also wir machen jetzt nicht... Wollen wir mal zum Schrottplatz gehen? Gucken, ob der Roboter jetzt irgendwie reagiert? Oder wir nehmen diese Logikeinheit, die wir gefunden haben, und pflanzen diesem Roboter ein. Das kann ja auch sein. Weil irgendwas muss noch... Was für Mülleimer. Was schmeißen die Leute denn hier alles weg? Alles noch gebraucht! Oh mein, guck mal da, voll die Lava-Gegend. Oh Mann, übel, guck mal. Meine Güte. Wo ist er? Oh, ist er weg? Hombi! So, Tagebuch. So. Kehre zu Grace zurück. Du hast Zoe, finde die drei Bände. Oh, toll, uns fehlt jetzt nur noch einer, aber ich muss mit ihm das auch mit ihm darüber sprechen. Gleiterauftrag. Was war da nochmal mit? Sorgsam sammle ein Haus verlassen und ein Buch gemeinsam mit anderer Schmuggelware in der Höhle versteckt. Begib dich zur Höhle. Ah. Gehen wir mal zu Schnellreise. Oh, nicht, dass das böse endet, wenn ich jetzt da hinreise schnell. Internal Autonomy. Guck, da sind überall die Robis. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Da müssen wir hin. Da wollte ich doch sowieso nochmal hin. Oh nein, Robi! Wäre sowieso cooler, wenn... Ich meine, das sieht ja ganz cool aus. Die armen Möter! Halb Mensch, halb Köter. Die armen Robbys. Meine Güte. Alter, was war das denn für eine Waffe? Habt ihr das gesehen? Gucken wir mal. Das ist eine taktische Schrotflinte. Oh. Aber ich bin ja gerade beschäftigt hier mit meinem Wum-Wum. Oh, ich will mal sehen, was die so hinkriegt. Vielleicht geben wir was genaueres. Ich glaube, ich stelle meine Stufe schwerer, oder? Habe ich das nicht schon gemacht? Ich würde es ja noch schwerer. Space's Choice. Oh, guck mal. Den Sportwrack entdeckt. Vielleicht ist da noch eine Quest. Nee, war ich noch nicht drin. Dann geh dir mal eine andere Waffe. Something you need? Oh, das muss ich ja gar nicht mehr so machen. Ist ja Gott sei Dank einfacher. Ich glaube, wir müssen ihr... Ich weiß nicht, ob das... Komm, wir geben mir mal den Granatwerfer. Gucken, wie du dich damit schlägst, Parvati. Aber eigentlich... Würde ich lieber auf viel Peng Peng und nicht Bum Bum.
Aha. Sehr schön. Also was mir fehlt sind... Ah ne, haben wir ja ein bisschen Flecken, na gut. Something you need? Okay. Ah, das war das mit dem VK, okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zum VK und dann gehen wir mal zu den Botanikern. Da müssen wir vielleicht auch nochmal mit denen quatschen. Ich hasse diese komischen Vögel! Ich will auch noch mit dem Typen dann nochmal quatschen. Aber erst wenn wir jetzt nochmal bei den Botanikern waren, da muss ich ja hin und her. Obwohl. Ja, ich weiß noch nicht. Wir gucken mal. Gibt bestimmt noch eine dritte Option. Man kann ja den Strom dahin leiten oder dahin leiten oder ich zwacke allen den Strom ab und alle können mich mal am Arsch lecken. Any progress on that matter we discussed? Ich habe dein Buch. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I. Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Du wolltest dieses Buch nicht, um andere davon abzuhalten zu lesen. Du wolltest es für dich selbst. Du reagierst ein wenig über. Findest du nicht auch? Dieses Buch scheint ein wenig wichtiger zu sein, als du durchgelassen hast. Aha. There is little more important than such a precious, rare text. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Wenigstens hast du eine Missionierungsarbeit hier in deinem Leben Bedeutung gibt. Muss eine Art komische Vergeltung sein. Yes, you're right. Such are the workings of the equation. And I've only my own hubris to blame. I certainly never planned for this contingency. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Das könnte sich als ein beiderseitiges vorteilhaftes Arrangement erweisen. Du brauchst ein Transportmittel aus der Stadt. Ich könnte eine helfende Hand auf dem Schiff gebrauchen. Was ist dabei für mich drin? Free spiritual counseling, someone to watch your back. Not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Ich weiß nicht, ich mag den nicht. Gehört das alles zu deiner Ausbildung, VK? Well, understanding computers is, though I admit I took it further than most. And I was quite the 32nd back during my seminary days. Left many an opponent bleeding on the field. Bist du überhaupt ein VK? Du klingst gerade nach sehr VK-haft im Moment. Nicht sehr. Of course. I'm a vicar who is dedicated to his calling. More dedicated than any other you'll find in this colony. I joined the OSI to help decipher the grand plan. But instead, I ended up the vicar in a prison due to ignorance and politics. Then I came here. Satisfied? Er war im Knast. Das macht ihn natürlich direkt sympathisch.
Sei ehrlich, was mit dem Buch los ist. Ich glaube, du warst nicht ganz ehrlich, was das Buch betrifft. It's the journal of one of the originators of the philosopher's school of thought, though it would be more than a century before it was perverted into that belief system. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of that came later. Bokonu had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Warum bist du im Gefängnis gelandet? Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's the long and short of it. So, what do you think? Ich weiß nicht, ist das irgendwie schlimm, wenn ich den jetzt mitnehme? Nicht, dass er irgendwas blockt? Ich meine, ich finde ihn jetzt nicht so nett, aber es ist ein Begleiter mehr. Ich mache jetzt mal Gespräch verlassen, okay? Kann ich das dann immer wieder ansprechen? I'd be quite valuable to have with you. Ich warte erstmal kurz, okay? Ich warte erstmal. Ich muss jetzt erstmal hier beenden. Ich bin nicht gegen die Wand laufen. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei The Outer Worlds. Haut rein, Leute. Miau. Dieser VK, der will jetzt mit mir mitgehen, aber ich finde den voll unsympathisch. Was ist ein Begleiter? Ja, also muss man mitnehmen quasi, oder? Musst du nicht mitnehmen, aber der hat auch. Der Roboter auf dem Schrottplatz, wird das auch ein Begleiter? Treffe ich den nochmal wieder, den Jeremy? Nee, aber du kriegst einen Roboterbegleiter. Okay. Aber auf deinem Schiff. Ja.